So, Sonntag, Bremenwahl. Und dann wird das Parlament des kleinsten Bundeslandes neu gewählt, die bremische Bürgerschaft. Bislang führt Bürgermeister Andreas Bovenschulte ja eine in Westdeutschland einmalige Koalition aus SPD, Grünen und der Linkspartei an. Umfragen vor der Wahl sahen die Dauerregierungspartei SPD leicht vor der CDU mit Herausforderung Frank Imhoff. Die AfD wurde zur Wahl nicht zugelassen, da in ihrem Namen zwei unterschiedliche Kandidatenlisten eingereicht wurden. Dadurch könnte erstmals die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut in Fraktionsstärke in die Bürgerschaft einziehen. Und diese Wahl und das, was dort in den kommenden Tagen noch zu erwarten ist, beobachtet für uns Marco Reinke in der Hansestadt. Guten Morgen, Marco. Also es ist ja interessant, wenn man sich die Umfragen anschaut. Ausgerechnet CDU und SPD legen offenbar zu, zumindest nach den Umfragen. Die SPD aber stärker wie die Christdemokraten. Wie wollen denn die Christdemokraten noch versuchen, das Ruder rumzureißen? Ja, schönen guten Morgen, ihr beiden. Also ich glaube, der Optimismus, der ist auf jeden Fall da. Aber deine Frage, die kann ich vielleicht auch direkt noch einmal weitergeben. Bei mir ist jetzt nämlich das Spitzenduo Wiebke Winter und Frank Imhoff von der Bremer CDU. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen erst einmal. Ja, wir haben ja hier eine Stadt, die eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, muss man ja sagen, von der SPD regiert wird. Was macht Sie jetzt vielleicht auch optimistisch, dass es möglicherweise zu einem Wechsel kommen könnte? Ja, wir haben bei der letzten Wahl schon gezeigt, dass wir stärkste Partei werden können. Und wir sind jetzt auch bei den Umfragen gut dabei. Die Umfragen sagen, wir sind gleich auf, aber 40% der Menschen wissen noch nicht, wen sie wählen wollen. Und insofern kämpfen wir bis zum Schluss und sind guten Mutes, dass wir gewinnen. Jetzt ist es ja so, dass theoretisch auch eine große Koalition möglich ist. Das heißt, die SPD würde ihr Partner, ob jetzt Juniorpartner oder nicht, ist ja eine andere Frage, aber theoretisch könnten sie zusammenkommen. Wäre das eine Option für Sie? Wir sprechen mit allen demokratischen Parteien außer der Linkspartei. Das ist für uns ganz klar. Und wir wollen vor allen Dingen gerne in einen Koalitionsvertrag eintreten, wo wir möglichst viele CDU-Positionen durchsetzen können. Sie sind ja als Spitzenduo bei dieser Wahl die einzige Partei, die ein solches Tandem aufgestellt hat. Warum? Ja, weil wir glauben, dass wir dadurch eben darstellen können, wie breit die CDU auch hier in Bremen aufgestellt ist. Dass wir Generationengerechtigkeit nicht nur auf dem Papier aufschreiben, sondern dass wir das auch in Person leben. Ja? So, und ich glaube, es braucht heute eben ein breites Angebot an die Bevölkerung und nicht mehr irgendwie ein Überflieger. Das gibt's nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. In Bremen sind ja traditionell, muss man ja leider sagen, die Themen Bildung, Schulden, Wirtschaft die großen Punkte. Schauen wir mal auf die Wirtschaft. Da gibt es ja Themen wie Fachkräftemangel, aber auch Abwanderung beispielsweise hat es ja auch gerade hier in Bremen in den letzten Jahren gegeben. Was ist da Ihre Antwort auf genau diese Themen? Wir brauchen natürlich auch hier in Bremen mehr Fachkräfte und dafür muss vor allen Dingen die Stadt selber attraktiv sein, dass die Menschen auch sagen, ja, wir wollen hier gerne leben. Und da spielen auch die Themen wie Bildung, innere Sicherheit, Verkehr ganz klar rein. Wir erleben hier immer wieder, Bremen ist auf dem letzten Platz bei den Bildungsvergleichstests. Das Sicherheitsgefühl der Menschen hier in Bremen ist wirklich sehr gering und beim Verkehr würden wir uns wirklich wünschen, dass er besser fließt und der ÖPNV schon viel besser ausgebaut wäre. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf Sonntag schauen, auf die Ausgangslage. Es gibt ja hier durchaus die Veränderung, dass die regierenden Parteien Rot-Grün-Rot ja durchaus auch, man muss ja vielleicht salopp sagen, ein mitbekommen haben zum Teil, also vor allem in Form der Grünen. Ist das für Sie vielleicht auch ein Punkt, wo Sie sagen, dass das stimmt uns noch mal optimistischer? Ja, wenn man schaut, dass die Grünen in den letzten 4 Jahren wirklich nur ideologische Politik gemacht haben, an den Menschen vorbei, ja, dann wissen wir, die Leute haben die Nase voll von dieser Politik. Und genauso ist es übrigens auch bei der Armutsquote. Nach über 70 Jahren SPD-Regierung hier in Bremen mit fast jedem dritten Erwachsenen, der unter der Armutsquote lebt, oder 42% der Kinder in Bremen leben unterhalb der Armutsquote. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das soziale Politik von der SPD sein soll. Also wer was Soziales will, wer hier mal reelle Wirtschaftspolitik will, gute Bildungspolitik will, der muss CDU wählen. Schauen wir noch auf ein Thema, was ja gerade auch in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt hat mit dem Migrationsgipfel in Berlin. Migration ja auch ein großes Thema. Entschuldigung, Andreas Bovenschulte hat ja auch davon gesprochen, dass Bremen da durchaus am Limit ist. Was wäre da Ihre Antwort auf eben die Migrationsfrage?
Wir haben hier deutlich mehr besonders unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Bremen aufgenommen, als wir nach dem Königsteiner Schlüssel überhaupt müssten. Und wir erleben hier einfach eine ganz prekäre Situation, auch schon bei der Unterbringung, was zum Schluss darin gipfelt, dass die Sozialbehörde Gebäude anmietet für 85 Euro den Quadratmeter. Das ist ein Skandal. Wir brauchen hier ein viel besseres Management in Bremen. Und wir müssen vor allen Dingen auch dazu kommen, dass wir die Menschen auch wieder rückführen. Das passiert in Bremen kaum. Und wir brauchen hier einfach den Platz für die Menschen, die unsere Hilfe auch wirklich benötigen. Ich komme noch mal ganz kurz zurück auf meine Anfangsfrage. Da haben wir über die große Koalition gesprochen, die möglicherweise im Raum steht. Wenn wir noch mal zurückblicken auf die Wahl, da stand ja auch schon im Raum, oder beziehungsweise da waren Sie ja stärkste Kraft. Ist das diesmal eine andere Ausgangslage oder gibt es möglicherweise vielleicht doch ein Weiter-so? Oder sehen Sie hier durchaus einen Wechselwillen in Bremen? Also wenn wir mit den Menschen reden, dann spüren wir diesen Wechselwillen ganz, ganz stark. Und es ist dieses Mal eine andere Situation, weil dieses Mal die SPD sich demokratischer verhält. Beim letzten Mal hatten sie ausgeschlossen, überhaupt nur mit uns zu reden und das schon vor der Wahl, ja. Und deswegen müssen wir dann mal schauen. Wichtig ist, dass wir hier was verändern, dass wir einen Neustart hier in dieser Stadt mal hinkriegen. Mir kommt das immer so vor, dass sich die Regierung hier in Bremen so eingebettet hat, so ja, arrangiert hat mit den Problemen, ja. Und dafür stehen wir beide nicht bereit. Wir wollen Probleme lösen. Wir haben den Mut, wir haben die Kraft und vor allen Dingen haben wir auch die Lust dazu, hier für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes mal was zu tun. Wiebke Winter, Frank Imhoff, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Also die Bremer CDU geht durchaus mit Optimismus in den Wahlsonntag und dann werden wir ja auch sehen, ob es möglicherweise eben zum ersten Wechsel seit dem Zweiten Weltkrieg kommt. Tja, das ist wirklich eine spannende Frage im kleinsten Bundesland und der SPD-Hochburg Bremen. Marco, du wirst noch weitere Spitzenkandidaten sprechen an diesem Freitag. Danke dir für den Moment nach Bremen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können... Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.